Den Wunsch zu fliegen hatten schon unsere Vorfahren. Sie beneideten die Vögel, die unbeschwert durch die Lüfte schwebten, diesen grenzenlosen Raum am Himmel. Wilbur Wright. Der Traum vom Fliegen ist so alt wie das Träumen selbst. Von jeher wollte der Mensch gleichsam die Hand Gottes ergreifen und emporschweben. In der griechischen Mythologie erfindet Daedalus für sich und seinen Sohn Ikarus Flügel aus Federn und Wachs. Ikarus ist so fasziniert vom Fliegen, dass er die Warnungen seines Vaters ignoriert und der Sonne zu nahe kommt. Das Wachs an seinen Flügeln schmilzt, er stürzt in den Tod. Bereits 1000 Jahre vor Christus ließen die Chinesen Männer an Drachen aufsteigen, um Feinde zu beobachten. Die Flugstudien von Leonardo da Vinci inspirierten Hissafin Ahmed Celebi im Jahr 1638 zu einem Flug vom Galata-Turm in Istanbul. Doch richtig geflogen wurde erst später. 1903 gelang zwei Fahrradmechanikern aus Dayton, Ohio, der erste Motorflug der Welt. Ihr Flugzeug nannten sie Flyer, also Flieger. Diese tollkühnen jungen Männer. Es geschah am Devil Hill. Seit einigen Jahren schon glaube ich daran, dass der Mensch eines Tages fliegen kann. Immer stärker wird dieser Glaube, der mich bestimmt sehr viel Geld, wenn nicht gar mein Leben, kosten wird. Wilbur Wright im März 1900. Ironischerweise war nach Jahren intensiver Vorbereitung und Planung das Werfen einer Münze ausschlaggebend dafür, wer den ersten Motorflug der Geschichte durchführen sollte. Ende September begaben sich die Gebrüder Wright mit ihrem Flyer nach North Carolina. Sie wussten, dass auch Samuel Pierpont Langley zur selben Zeit einen Flugversuch unternehmen wollte. Als Wilbur erfuhr, dass Langleys erster Versuch gescheitert war, schrieb er in sein Tagebuch: Es scheint, als seien wir nun an der Reihe. Ob wir Erfolg haben werden? Zunächst hatten sie kein Glück. Bei Testläufen versagte die Motorsteuerung, wobei Propeller und Achse beschädigt wurden. Daraufhin bemerkte man, dass sämtliche Achsen des Flyer fehlerhaft waren. Die Behebung des Schadens verzögerte den ersten Flug um mehrere Wochen. In der Zwischenzeit unternahm Langley einen zweiten Flugversuch. Doch sein Aerodrome stürzte am 8. Dezember in den Potomac River. Endlich war die Stunde der Brüder aus Dayton gekommen. Am Morgen des 17. Dezember 1903 herrschte am Kill Devil Hill Wind mit starken Böen. Die Brüder warfen eine Münze, um zu entscheiden, wer den ersten Flug mit dem Flyer unternehmen sollte. Orville Wright gewann, sodass ihm die ehrenvolle Aufgabe zufiel. Als um 10 Uhr alles bereit war, wurde eine Flagge gehisst, ein Zeichen für das Personal der nahegelegenen Rettungswache. Je nach Ausgang des Experiments
wurden die Männer entweder als Zeugen oder als Rettungskräfte gebraucht. Danach legten Orville und Wilbur eine hölzerne Startbahn aus. Der Flyer war zu schwer, um wie ein Gleitflugzeug zu starten. Er musste dafür einen fahrenden Wagen zu Hilfe nehmen. Die Brüder standen neben der Maschine, als der Motor aufgewärmt wurde. Ein Augenzeuge erinnert sich später: Sie gaben sich die Hand, doch in einer Art, als seien sie nicht sicher, ob sie einander jemals wiedersehen würden. John Daniels von der Rettungswache am Kill Devil Hill. Der Flug sollte mit einer Kamera festgehalten werden. Daniels durfte die Blende bedienen. Orville bestieg die Maschine. Unter dem lauten Dröhnen des Motors ließ man das Seil los und der Flyer rollte über die Startbahn. Er stieg auf und Daniels drückte den Auslöser. Orville hatte Schwierigkeiten, den Flyer zu steuern. Nach 12 Sekunden landete die Maschine unsanft am Boden. Der Flug dauerte nur 12 Sekunden, doch er war der erste in der Geschichte überhaupt, in der ein Mensch durch Motorleistung in der Luft gehalten wurde. Die Maschine bewegte sich vorwärts, ohne an Geschwindigkeit und Höhe zu verlieren. Orville Wright. 4-mal stiegen die Brüder an diesem Tag auf. Orville beschreibt den 4. Flug so. Um 12 Uhr startete Will den 4. und letzten Versuch. Wie gewohnt bewegte sich die Maschine zunächst hoch und runter, doch dieses Mal stieg sie über 100 Meter hoch. Sie ließ sich besser steuern und flog fast konstant geradeaus. Wilbur flog 59 Sekunden lang und legte eine Entfernung von 260 Metern zurück, bevor der Flyer dumpf auf die Erde prallte. Die Maschine blieb zwar weniger als eine Minute in der Luft, doch trotzdem war damit der erste kontrollierte Motorflug der Welt gelungen. Man macht die Vögel nach. Fünf Jahre nach ihrem ersten Flug arbeiteten die Gebrüder Wright daran, den Flyer weiterzuentwickeln und zu verkaufen. Der Flyer 3 konnte bis zu 38 Minuten in der Luft bleiben und mehr als 30 Kilometer zurücklegen. Auch wenn umstritten ist, ob den Brüdern Wright im Jahr 1903 wirklich der erste Motorflug der Welt gelungen war, so waren sie Ende 1905 zweifelsohne die einzigen, die ein funktionstüchtiges Flugzeug besaßen. Die beiden beschlossen, keine weiteren Flugversuche mehr zu unternehmen, sondern sich auf die Vermarktung ihrer Erfindung zu konzentrieren. Als potenzieller Käufer der Flugmaschine schien sich das Militär anzubieten. Doch die Regierung der USA verkannte zunächst die Möglichkeiten, die dahinter steckten. 1905 lehnte das Kriegsministerium 3 Angebote der Gebrüder Wright ab. Daraufhin versuchten es die Wrights beim britischen und französischen Militär. Im Frühling 1906 kam sogar eine französische Delegation nach Dayton. Doch Verträge wurden keine geschlossen. Die Brüder wollten ihren Flyer erst dann vorführen, wenn der Kunde seine Unterschrift geleistet hatte. Doch ohne die Maschine vorher in Aktion gesehen zu haben, ließ sich niemand auf den Handel ein. Das Fliegen aufzugeben erschien riskant. Es gab zu viele Leute, die die Details ihrer Arbeit kannten. Mit diesem Wissen hätten andere den Brüdern nacheifern und sie schließlich überholen können. Auch Alexander Graham Bell war von der Luftfahrt fasziniert. 1907 gründete er in New York einen Interessenverband, in dem auch Spezialisten wie der spätere legendäre Flugzeughersteller Glenn H. Curtis vertreten waren. Nachdem auch Flugversuche anderer zunehmend erfolgreich waren, ließen sich die Gebrüder Wright im Winter 1907/08 auf die Vermarktung ihrer Maschine ein. In den USA suchte das Kriegsministerium, unterstützt von Präsident Theodore Roosevelt,
gezielt nach Flugzeugen der Bauart schwerer als Luft. Die US Army stellte folgende Anforderungen an das Flugzeug. Es sollte 2 Personen tragen und bei durchschnittlich 64 Stundenkilometern eine Entfernung von 200 Kilometern zurücklegen können. Die Wrights garantierten schriftlich, dass sie ein solches Flugzeug zu Demonstrationszwecken bauen könnten. Orville kümmerte sich zu Hause um den Auftrag für die Army, während Wilbur nach Frankreich reiste. Im Gepäck hatte er die Bauteile für einen Flyer. Beim Zoll wurde die Maschine beschädigt. Für die Reparaturen benötigte Wilbur mehrere Wochen. In der Folgezeit unternahm er mehrere Flüge, was jedes Mal für Aufsehen sorgte. Ihm gelang es, 2 Stunden und 20 Minuten in der Luft zu bleiben und einen Höhenrekord von 109 Metern aufzustellen. Er hatte den Traum vom Fliegen wahrgemacht. Unterdessen musste Orville am Fort Myer in Virginia einen Rückschlag verkraften. Am 17. September stürzte sein Flyer ab. Neben ihm an Bord war ein militärischer Beobachter, Lieutenant Thomas Selfridge. Orville brach sich neben dem Oberschenkel auch einige Rippen. Außerdem wurde er am Kopf verwundet. Selfridge erlitt schwere Schädelverletzungen und starb einige Stunden später. Damit war er das erste Todesopfer der motorisierten Luftfahrt. Trotz des Unglücks gab die Armee eine Bestellung auf. Inzwischen konnte Wilbur die Franzosen für seine Sache gewinnen, wenn er als Pilot, Mechaniker und Verkäufer zugleich auftrat. Vor jedem Flug zogen Pferde das Flugzeug auf eine hölzerne Rollbahn, die das Starten auch auf unebenem Grund ermöglichte. Um dem Flyer den nötigen Schub zum Abheben zu verleihen, hatte Wilbur ein spezielles Katapultsystem entwickelt. Freiwillige aus den Zuschauerreihen brachten das Flugzeug in Startposition. Es musste stets gegen den Wind ausgerichtet sein, um den nötigen Auftrieb zu erhalten. Sobald Wilbur und gelegentlich ein weiterer Passagier in der Maschine saßen, drehte ein Assistent den Propeller und der Motor sprang an. Unter lautem Knattern des Motors wurde der Flyer die Startbahn hinabgeschleudert, bis die Maschine schließlich abhob. Überall in Europa erntete Wilbur frenetischen Applaus. Auch der auf die Luftfahrt spezialisierte Journalist François Perret äußerte sich begeistert. Die Gebrüder Wright sind die ersten Menschen, denen es gelungen ist, die Vögel nachzuahmen. Daran besteht kein Zweifel. 1909 hatten die Wrights bereits einige Aufträge und führten ihren Flyer weiterhin vor. Außerdem bildeten sie Piloten aus, da außer ihnen niemand ihre Maschine bedienen konnte. Doch schon 1910 waren die Brüder nicht mehr unangefochtene Marktführer. Statt sich auf die Weiterentwicklung ihrer Flugzeuge zu konzentrieren, verbrachten sie einen Großteil ihrer Zeit mit Prozessen um die vermeintliche Antastung ihrer Patentrechte. Die ständige Anspannung ging nicht spurlos an Wilbur vorbei. 1912 starb er an Typhus. Orville beendete seine Tätigkeit in der Wright Company 3 Jahre später. Er starb 1948 in Dayton und erlebte also noch, wie die bemannte Luftfahrt die Schallmauer durchbrach. Raubvögel. Nun würden sich die Menschen auch in der Luft umbringen, so wie sie es bisher auf dem Schlachtfeld und dem Meer getan haben. Der Himmel ist wahrlich erobert. Die US Army hatte das Potenzial des Flyers zwar nicht gleich erkannt, doch schon bald wurden Flugzeuge der Bauart schwerer als Luft in die Kriegspläne der USA integriert. Neben den Brüdern Wright baute auch der Luftfahrtpionier Glenn Curtis einige der frühen Schulflugzeuge für die Armee. Andere Erfinder verbesserten die Maschine, zum Beispiel den Propellerantrieb. Für das Militär wurde das Flugzeug zunehmend interessanter. 1913 trugen 41 Piloten der Armee das Abzeichen mit den goldenen Flügeln.
Unter ihnen war auch Lieutenant Henry oder Herb Arnold, der spätere Kommandeur der US Air Force, dem im Zweiten Weltkrieg über 2,5 Millionen Piloten unterstellt waren. Doch zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 hatten Flugzeuge noch keine große Bedeutung. Während sämtliche Nationen mit etlichen Millionen Frontkämpfern aufwarteten, belief sich die Gesamtsumme aller eingesetzten Flugzeuge zunächst auf etwas mehr als 500. Die Ein- und Doppeldecker waren noch nicht mit Geschützen ausgestattet. Die Hauptaufgabe der Piloten bestand darin, militärische Beobachter zu befördern, die Truppenbewegungen registrierten. In den ersten Kriegsmonaten sah man dabei vor allem den deutschen Vormarsch über Belgien nach Paris. Im Osten lokalisierten deutsche Flieger die vorrückenden Russen, weshalb die Kommandeure ihre Truppen verschieben und einen Sieg bei Tannenberg erzielen konnten. Im Westen entdeckten französische Militärflugzeuge die Schwachstellen der feindlichen Armeen, was die Franzosen zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Es folgte ein 4-jähriger Stellungskrieg in Europa. Von 1915 an wurden handschriftliche Skizzen und Notizen durch fotografische Luftaufnahmen ersetzt. Täglich flogen nun Maschinen mit unhandlichen Kameras an Bord über die Front, um Bilder von Schützengräben und feindlichen Stellungen zu machen. Mit eiskalten Fingern beugten sich die Beobachter über den Rand der Flugzeuge, um den Feind zu knipsen. Die Aufgabe war wenig glamourös und äußerst gefährlich. Da die Maschine stur geradeaus fliegen musste, war sie sehr anfällig für Feindbeschuss. Ich weiß nicht, wie lange meine Nerven diese Angriffe noch mitmachen, wenn die Maschine wenigstens schnell wäre und problemlos aufsteigen könnte. Nun, das Ende wird sicherlich kurz und schmerzlos sein. Lieutenant William Reed vom Royal Flying Corps. Die ersten Kriegsflugzeuge begannen dann mit Bombenabwürfen über feindlichem Gebiet. Zunächst handelte es sich dabei nur um Handgranaten und Artilleriegeschosse, doch bald auch um Projektile, die Fabriken und Schienen zerstören konnten. 1917 waren Flugzeuge bereits mit Aufhängevorrichtungen und Zielgeräten für Bomben ausgestattet. Angriffe wurden bei Tag geflogen, wenn es die Situation erlaubte, und nachts, wenn dies nicht der Fall war. Am Ende des Krieges wurden Flugzeuge an der Front eingesetzt, um Brücken, Flugfelder und Truppen zu bombardieren. Das Schlachtfeld war dreidimensional geworden. Was soll es bringen, 5 von insgesamt 50 Maschinen abzuschießen? Die materielle Überlegenheit des Feindes ist unser Untergang. Leutnant Rudolf Stark, deutscher Pilot. Auch als Kampfflugzeuge wurden die Maschinen eingesetzt. Für die Generäle bestand deren Aufgabe hauptsächlich darin, die Aufklärungsflugzeuge zu schützen. Doch den Piloten und Beobachtern gaben sie die Möglichkeit, den Abschuss feindlicher Maschinen einfach zu versuchen. Der erste bestätigte Sieg in einer Luftschlacht fand am 5. Oktober 1914 statt, als die Franzosen eine deutsche Aviatik abschossen. Handfeuerwaffen und Leuchtgeschosse richteten an den schnellen Flugzeugen wenig Schaden an. Der Einbau von Maschinengewehren sollte das jedoch ändern. Anton Fokker entwickelte einen sogenannten Propellerunterbrecher, der das Anbringen eines nach vorne gerichteten Maschinengewehrs ermöglichte. Das Resultat war das erste Jagdflugzeug der Geschichte. Unzählige alliierte Flugzeuge wurden damit abgeschossen, sodass die Briten die Fokker als wahre Geißel bezeichneten. 1916 gruppierte man Jagdflugzeuge zu Geschwadern und entwickelte Taktiken für effektive Formationen. Eine neue Berufsgruppe war geboren, der Kampfpilot. Die Ritter des Himmels. Vielleicht werden Kriege in Zukunft von einer eigenen Klasse geführt, der Luftwaffe, so wie einst von den Rittern im Mittelalter. Brigadegeneral Billy Mitchell, US Army Air Service.
In der Feldfliegerabteilung 62 zählten Max Immelmann und Oswald Boelcke zu den ersten Piloten, die den Fokker-Eindecker zugeteilt bekamen. In diesem Einsitzer habe ich mein Ideal gefunden. Nun bin ich Pilot, Beobachter und Kämpfer. Alles in einem. Oswald Boelcke. Anton Fokkers neues Flugzeug wurde mit tödlicher Wirkung eingesetzt. Immelmanns Erfolge am Himmel über der Westfront machten ihn zu einem Volkshelden. Doch Immelmanns Dominanz kam im Juni 1916 zu einem jähen Ende, als das Unterbrechergetriebe versagte und er seinen eigenen Propeller abschoss. Nach Immelmann ist auch ein Kunstflugmanöver benannt, das auch heute noch bei Flugschauen für Aufsehen sorgt. Boelcke gilt als Vater des Luftkampfes. Er setzte sich dafür ein, besonders begabte Flieger in sogenannten Jagdstaffeln zu organisieren. Als Leiter der JASTA II gab er sein Wissen an zahlreiche deutsche Fliegerasse weiter, unter ihnen auch Manfred von Richthofen. Die Prinzipien des Luftkampfes legte Boelcke in der Dicta Boelcke nieder. Als Regeln wurden der Angriff aus der Sonne heraus beschrieben, sowie das Schießen aus kurzer Entfernung. Bei Angriffen von oben sollten die Flieger wenden und dem Gegner dann frontal begegnen. Allein im Herbst 1916 schoss er innerhalb von 2 Monaten 21 alliierte Flugzeuge ab. Wie bei den meisten Fliegerassen des Krieges endete seine Karriere abrupt. Am 28. Oktober 1916 kollidierte seine Maschine mit einem anderen deutschen Flugzeug und stürzte ab. Britische Flieger, die Boelcke einst gefürchtet hatten, legten für ihren Gegner einen Kranz nieder, der Captain Boelcke als tapferen und ritterlichen Feind ehrte. Damals gab es nur wenige dieser Soldaten, die hoch oben über den blutigen Schlachtfeldern kämpften. Der britische Premierminister David Lloyd George bezeichnete die Kampfpiloten des Krieges einmal als Ritter ohne Furcht und Tadel. Diese Aura der Ritterlichkeit beschreibt ein britischer Flieger mit den Worten: Ich hasse es, einen Gegner abzuschießen, ohne dass er mich gesehen hat. Diese Methode ist zwar legitim, doch gegen meine Natur als Sportsmann. James McCudden, britisches Fliegerkorps. Doch nicht alle Fliegerasse suchten nach würdigen Gegnern. Edward Mannock stieß einmal auf 6 deutsche Schulflugzeuge. Er schoss zunächst den Lehrer und danach die 5 hilflosen Schüler ab. Unter all den großartigen Fliegern gab es eine herausragende Persönlichkeit voller Charme und Humor. Für seine Gegner war er einfach der Rote Baron. Von ihm stammt der Ausspruch: Kämpft und fliegt weiter bis zum letzten Tropfen Blut und bis zum letzten Tropfen Benzin, bis zum letzten Herzschlag. Baron Manfred von Richthofen kam 1915 von der preußischen Kavallerie zur Fliegertruppe. Nach seinem Einsatz als Beobachter und Pilot im Osten wurde er Mitglied von Boelckes JASTA in Frankreich. Schließlich erhielt er das Kommando über die JASTA 11. Wegen der grellbunten Maschinen nannten die Engländer Richthofens Einheit bald spöttisch den fliegenden Zirkus. Da er seine Maschine rot angestrichen hatte, bezeichnete man ihn wegen seiner Fairness im Kampf als The Red Baron. Nachdem er im Juli 1917 während einer Luftschlacht eine Kopfverletzung erlitten hatte, drängten ihn seine Vorgesetzten, sich vom Gefecht zurückzuziehen. Er war so beliebt, dass der Kaiser befürchtete, Richthofens Tod könne schwerwiegende Folgen für die Moral der Deutschen haben. Trotz dieser Bedenken war Richthofen bei der Frühjahrsoffensive 1918 wieder mit dabei. Am 21. April starb der Rote Baron durch einen Schuss ins Herz, als er eine britische Sopwith verfolgte. Es ist umstritten, ob der Kanadier Roy Brown den tödlichen Schuss abgab oder ob Richthofen durch ein australisches Maschinengewehr starb. Er stürzte hinter feindlichen Linien ab und wurde dort mit militärischen Ehren unter der Anteilnahme seiner Feinde beigesetzt. Insgesamt hatte Richthofen 80 Luftsiege erzielt. Erst im Zweiten Weltkrieg wurde dieser Rekord gebrochen. Auch die besten Kampfpiloten standen während des Kriegs enorm unter Druck. Die meisten starben. Sie waren viel zu viele Stunden in der Luft. Manche gingen über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
Das französische Flieger Asgunemer befürchtete ein negatives Image, wenn er kürzer treten würde. Er war krank, nicht in Form und wurde von Paranoia und Schlaflosigkeit gequält. Doch er flog weiter und starb. Er verschwand spurlos während einer Mission. Weder er noch sein Flugzeug wurden jemals gefunden. Manche Flieger starben den Heldentod. Einer von ihnen war Werner Voss. Am 23. September 1917 flog Voss allein in seiner blassblauen Fokker und wurde von einem ganzen Geschwader unter James McCudden angegriffen. Als einige SE-5 im Sturzflug auf ihn zukamen, startete er einen Frontalangriff. Die Handhabung des deutschen Dreideckers war fantastisch. Der Pilot schien auf alle von uns gleichzeitig zu feuern und obwohl ich zweimal hinter ihn kam, konnte ich ihn kaum im Auge behalten. James McCudden vom britischen Fliegerkorps. James McCudden, British Royal Flying Corps. Voss konnte zwei britische Maschinen abschießen, dann verließ ihn das Glück. Arthur Davies heftete sich an das Heck der Maschine und eröffnete das Feuer auf den Dreidecker. Das Flugzeug stürzte ab und zerbarst in 1000 Teile. Für eine ganze Generation waren die Fliegerasse so etwas wie die Ritter der Tafelrunde. Den Hut im Ring. Luftkämpfe sind nicht Sport, sondern wissenschaftlicher Mord. Captain Edward Rickenbacker, US Army Air Service. Als sich die USA 1917 auf den Kriegseintritt vorbereiteten, stand ihre Luftwaffe weltweit nur an 14. Stelle. Die einzigen ausgebildeten Kampfpiloten der Amerikaner waren in Frankreich bei der Lafayette-Eskadrille eingesetzt. Das Lafayette-Geschwader wurde im April 1916 von dem Amerikaner Norman Prince und 7 weiteren Männern gegründet. Sie erhielten die Erlaubnis dazu, weil man hoffte, die USA zum Kriegseintritt bewegen zu können. Die Freiwilligen waren unbekümmerte junge Amerikaner. In der Gruppe waren neben Footballspielern auch Cowboys aus dem Südwesten sowie der Sohn eines früheren US-Präsidenten vertreten. Obwohl sie sich als tapfer erwiesen, konnten sie nicht mit den Deutschen konkurrieren, deren Luftwaffe den Himmel über Europa kontrollierte. Im Juni kämpften sie über dem Schlachtfeld von Verdun. Täglich flogen sie 5 Patrouillen. Ende des Monats waren alle 7 Piloten entweder tot oder verwundet. Fast ein Jahr nach dem Kriegseintritt der USA wurde die Lafayette-Eskadrille in den US Army Air Service eingegliedert. Auch andere amerikanische Piloten, die bei den Franzosen dienten, durften zu den US-Einheiten wechseln, mit einer Ausnahme. Eugene Jacques Bullard, der übergangen wurde, weil er schwarz war. Weder in der Luft noch am Boden waren die USA in der Lage, einen Weltkrieg zu führen. Ein Veteran erinnert sich, wir waren alles andere als bereit. Ich war ein unerfahrener Kadett. Man gab uns hölzerne Gewehre und sagte uns, wir würden das Blatt wenden. Zum Üben gossen wir uns Bomben aus Gips. Schon bald kam das echte Material. Nachdem wir das Training am Boden abgeschlossen hatten, erhielten wir unsere lederne Fliegerkluft und Helme. Mann, waren wir stolz. It was a proud day. Vor dem Flug checkten wir zunächst unsere Maschinen durch. Dann probierten wir unsere Flügel aus. 50 Flugstunden, ein paar Bomben und schon waren wir bereit für die weitere Ausbildung in Europa. Amerika produzierte Piloten am laufenden Band, doch eigene Jagdflugzeuge hatte man keine. In Washington drängte man auf die zügige Entwicklung einer US-amerikanischen Luftwaffe. Kriegsminister Newton Baker erkannte, dass Luftstreitkräfte für die moderne Kriegsführung unerlässlich sind. Präsident Woodrow Wilson beantragte $600 Millionen für die militärische Luftfahrt.
Während der Kongress darüber entschied, waren die frisch gebackenen Piloten nach Europa unterwegs. Flugzeuge hatten sie zwar noch keine, doch ihre Überfahrt erfolgte mit Stil. Den Truppen standen getarnte Luxusliner wie die SS Leviathan zur Verfügung. Ein Veteran berichtet, die meisten von uns halbfertigen Fliegern kamen nach Frankreich. Dort wurden wir in Baracken untergebracht. Draußen übten wir das Schießen. An Holzmodellen wurde uns gezeigt, wie wir das Flugzeug während eines Luftkampfes zu steuern haben. Erfahrene Flieger kamen während des Krieges zu uns, um uns einzuweisen. Und dann war es soweit. Der erste Flug war stets nervenaufreibend und noch etwas wackelig. Es war leichter, davon zu sprechen, das Blatt zu wenden, als über Nacht Fliegerasse hervorzubringen. Unter Major Ralph Royce wurde 1917 das erste Luftgeschwader zusammengestellt. Es war die erste rein amerikanische Einheit, die für die Fliegerei ausgebildet war. Die Männer waren jung und unerfahren, und sie waren kühn. Über feindliche Einschusslöcher an ihren Flugzeugen klebten sie eiserne Kreuze aus Papier. Sie waren stolz, Amerikaner zu sein. Als Major William Thaw und die Lafayette-Eskadrille als 103. Jagdstaffel eingegliedert wurden, hielten Triumph und Erfahrung in die US-Armee Einzug. Captain Field Kindly gelangen 12 Abschüsse feindlicher Maschinen, Captain Elliot Springs 9. Neben den jungen Piloten gab es auch einen alten Hasen, Major Raoul Lufbery. Er war gebürtiger Franzose, der im Alter von 19 Jahren in die USA gekommen war. Als der Krieg ausbrach, trat er der französischen Fremdenlegion bei. 1916 kam er zur Lafayette-Eskadrille, wo er sich schnell als der Beste hervortat. 1918 trat er der amerikanischen Luftwaffe als Fluglehrer bei. Im Mai 1918 kam er ums Leben, als er einem unerfahrenen Piloten beistehen wollte. Lufberys Newport fing Feuer. Vor den Augen seines Geschwaders sprang er aus der Maschine, um nicht bei lebendigem Leib zu verbrennen. Das Ass der amerikanischen Flieger war der frühere Rennfahrer Captain Eddie Rickenbacker, dem insgesamt 26 Feindabschüsse gelangen. Mit 27 war Rickenbacker recht alt für einen Piloten. Auf Empfehlung von Billy Mitchell wurde er in das Fliegerkorps aufgenommen. Er war nicht intellektuell und gebildet wie der Rest der Mannschaft. Kollege Reed Chambers erinnert sich, er war groß, älter und zäh. Seine Ausdrucksweise, sein profanes Vokabular passten nicht zur Elite der amerikanischen Colleges. Doch was zu ihnen passte, war Rickenbackers meisterhaftes Können in der Luft. Er tauchte unvermittelt auf. Er kam aus der Sonne, kurze Explosion und weg war er. Das war Rickenbacker. Soweit Reed Chambers. Rickenbacker genoss seine Triumphe. Im Oktober 1918 überholte er Lufbery als Amerikas Top-Ass und wurde zum Kommandeur des 94. Jagdgeschwaders ernannt. Als die jungen Männer in geborgten französischen Newports oder bestenfalls einer gebrauchten Spad 13 in den Himmel aufstiegen, versuchte man in ihrer Heimat einen eigenen amerikanischen Jagdflieger zu entwickeln. Ein ehemaliger Arbeiter berichtet, die amerikanische Flugzeugindustrie ist erst spät in die Gänge gekommen. Um die Flügel der Maschinen herzustellen, griff man auf Zimmerleute, Polsterer und sogar Näherinnen zurück. Der Lack der Maler roch nach Bananen. Den Rumpf der Maschine hatten die Briten entworfen. Doch der Motor war rein amerikanisch. Seine Manufaktur war der herausragende Produktionserfolg des Krieges. Insgesamt waren es 450 DH-4-Flugzeuge, die mit Liberty-Motoren angetrieben wurden. Gebaut von Ford, Lincoln, Cadillac und Packard. Automobilherstellern also.
Curtis, Martin und Wright, die auch heute noch bekannt sind, waren damals höchst produktive Werke. Der Erste Weltkrieg hat die amerikanische Flugzeugindustrie hervorgebracht. Nach dem Testflug wurden die Maschinen unter strenger Aufsicht wieder auseinandergenommen. Neu verpackt und adressiert wurden sie an die Front geschickt. Im Mai 1918 wurden die ersten DH-4 von Amerika aus nach Frankreich versandt, wo die Teile wieder zu Jagdflugzeugen zusammengesetzt wurden. Nur 8 Monate, nachdem sie in Auftrag gegeben wurden, standen sie bereit, den Feind vom Himmel zu fegen. Zeppeline über London. Schon vor dem Ersten Weltkrieg war das Luftschiff in den Köpfen der Menschen ein Symbol für den Terror. Bereits im Jahr 1908 hatte Herbert George Wells in einem seiner Werke einen Luftschiffangriff auf New York beschrieben, der die Stadt in Schutt und Asche legen würde. Diese Vision wurde auch von einigen militärischen Befehlshabern zur Kenntnis genommen. Kapitän Peter Strasser, Führer der deutschen Luftschiffe, glaubte, dass man England mit dem Luftschiff in die Knie zwingen könnte. Nicht nur die Deutschen hatten vor, feindliche Städte und Industriezentren aus der Luft zu bombardieren. Doch in der Technologie waren die Deutschen führend. 1914 waren einzig Luftschiffe imstande, schwere Bomben über weite Strecken zu strategisch wichtigen Zielen zu bringen. Eine völlige Zerstörung aus der Luft, wie Wells sie beschrieb, war zu der Zeit aber noch nicht möglich. Zeppeline mit Metallrahmen und Schütte-Landsluftschiffe mit Sperrholzkonstruktionen erwiesen sich als untauglich im Einsatz über dem Schlachtfeld. Bei einer Geschwindigkeit von unter 80 Stundenkilometern waren sie Zielscheiben für die Schützen am Boden und die Jagdflieger am Himmel. 4 große Luftschiffe wurden im ersten Monat des Krieges abgeschossen. Was das Luftschiff aber auszeichnete, war seine perfekte Tarnung. In mondlosen Nächten konnten sich Zeppeline trotz ihrer Größe praktisch unbemerkt vorwärts bewegen. Dann schlugen sie zu. Im Schutz der Dunkelheit bombardierten die Deutschen strategisch wichtige Ziele, darunter auch Paris. Die größte Bedeutung kam aber London zu. Deutsche Schulkinder lernten das Lied »Zeppelin, flieg, hilf uns im Krieg, flieg hinfort nach Engeland, Engeland wird abgebrannt«. Die ersten Luftschiffe, die 1915 über Großbritannien schwebten, hinterließen einen bleibenden Eindruck. Keiner, der das Pochen der Maybach-Motoren einmal gehört hat oder die dunkle Silhouette am Nachthimmel gesehen hatte, konnte dieses Erlebnis jemals wieder vergessen. Doch einen längeren Feldzug hielt man für zu riskant. In völliger Dunkelheit von den Basisstationen in Norddeutschland oder Belgien nach England und wieder zurückzufliegen, war gefährlich. Als England nachts Jagdflieger losschickte und vom Boden aus Brandbomben abfeuerte, wäre die Fahrt unter den gigantischen Gashüllen äußerst unklug gewesen. Im Januar 1915 begannen die Angriffe auf England, im Mai dann speziell die auf London. Die sporadischen Angriffe waren ein Erfolg. Sie kosteten die Engländer einiges an Kriegsmaterial und zahlreiche Menschenleben. Außerdem mussten die Briten etliche Flugzeuge und Truppen von der Westfront abziehen, um London zu verteidigen. Ende 1916 starteten die Deutschen die größte Luftschiffoffensive des Krieges. Sie endete im Desaster. In ihren Doppeldeckern vom Typ BE-2C erwarteten die Engländer die Ankunft der deutschen Luftschiffe. Um das Flugzeug im Gleichgewicht und auf Kurs zu halten, orientierten sich die Piloten am kaum sichtbaren Horizont. Nach 3 Stunden wollte man umkehren, als die deutsche SL-11 plötzlich von den Flutlichtern am Boden angestrahlt wurde. Die Briten, die Sprengstoff und Brandbomben bei sich hatten, flogen unter die Nase des Luftschiffes und beschossen es vom Bug bis zum Heck. Auf seinem 3. Durchlauf bemerkte Lieutenant William Leif Robinson, dass das Luftschiff zu glühen begann.
Das Ereignis war meilenweit zu sehen. Die Bürger von London, auf die das Luftschiff angesetzt war, jubelten. Auf der Gegenseite erzeugte der Anblick ganz andere Gefühle. Kapitän Ernst Lehmann, der Kommandeur des Schwesterschiffs, beschreibt sie. Ich sah einen hellen Feuerball. Arme Kameraden, sie waren verloren, als das Schiff Feuer fing. Die Deutschen verloren 4 Schiffe und deren Besatzung, einschließlich Kapitän Heinrich Marti, den besten ihrer Piloten. Dieser sprang aus dem brennenden Zeppelin in den Tod. Leif Robinson wurde mit dem Victoria-Kreuz ausgezeichnet. Im Folgejahr starb er an der Westfront. Der deutsche Führungsstab reagierte auf diese Niederlage mit einem neuen Luftschiff, das größer, aber leichter war. Es fuhr in einer Höhe von fast 5 Kilometern. Also höher, als die meisten Flugzeuge aufsteigen konnten. Auch wenn die Besatzung somit vor dem Feind sicher war, so war sie dennoch den natürlichen Gegebenheiten ausgeliefert. Viele Stunden mussten sie in Eiseskälte zubringen. Die dünne Luft führte zu Übelkeit und der erhöhte Luftdruck zur Taucherkrankheit. Der Schaden, den sie auf britischem Gebiet anrichteten, war eher gering. Schon zu Beginn des Krieges wollten die Deutschen Flugzeuge der Bauart schwerer als Luft für Bombenangriffe nutzen. Doch eine geeignete Maschine war erst mit der Gotha vorhanden. Vom Sommer 1917 an flogen die Gothas erfolgreich Angriffe auf England. Weder das Militär noch die Zivilbevölkerung waren auf die Tagangriffe der Bomberformationen vorbereitet. Als am 13. Juni 14 Gothas über London auftauchten, rannten die Menschen auf die Straßen, um sie zu beobachten. 162 von ihnen starben. Die Gothas waren schneller als die Zeppeline und ließen sich nicht so leicht abschießen. Flogen sie in Formationen, war ihre vereinte Feuerkraft für die Angreifer tödlich. Da sie schneller und billiger als Luftschiffe herzustellen waren, kamen sie in weitaus größerer Zahl zum Einsatz. Zu den größten Flugzeugen des Ersten Weltkriegs zählte auch die Zeppelin-starken R-6, die 1917 gebaut wurde. An Bord dieser Riesenflugzeuge waren neben den 2 Piloten auch Mechaniker, die sich während des Flugs um den Motor kümmerten. Man benötigte 40 Männer, um die Maschine vorzubereiten, sie zu betanken, Bomben zu verladen und den 250 PS starken Motor zu starten. Nach einem leichten Abendessen ging die 8 Mann starke Besatzung an Bord des Flugzeugs. Dann machte sich das Kampfgeschwader auf den Weg nach Großbritannien, ohne genau zu wissen, wohin und wie schnell man flog. Hauptmann Arthur Schöller beschreibt die Atmosphäre im Cockpit. Das Armaturenbrett und die Instrumente waren kaum zu sehen. Unter uns lag ein schwarzer Abgrund. Hauptmann Arthur Schöller. Wenn am Nachthimmel plötzlich das Licht der Suchscheinwerfer zu sehen war, wusste man, dass man sich über England befand. Die Bomber flogen geradeaus weiter, während man mit Maschinengewehren versuchte, die Scheinwerfer zu treffen. Riss die Wolkendecke auf, konnten Pilot und Beobachter die Themse und die Docks erkennen. Dann warf der Beobachter die Bomben ab. Damit war die Mission für die deutschen Flieger beendet. Im Sommer und Herbst 1918 flogen Formationen alliierter Bomber Angriffe auf Deutschland. Diese Offensive wurde durch schlechtes Wetter und unzuverlässige Flugzeuge stark beeinträchtigt. Doch für die Einwohner großer Städte wie Frankfurt und Mannheim wurde nachvollziehbar, was die Luftangriffe in Paris und London angerichtet hatten. Damalige Bombenangriffe waren teuer und ungenau. Es gelang nicht, die Industrie nachhaltig zu schwächen oder die Bevölkerung zu demoralisieren. Im Ersten Weltkrieg war die Entwicklung noch nicht ausgereift. Trotzdem war der Bau von Riesenflugzeugen bedeutsam für den Fortschritt der Luftfahrt. Die Besatzung der Bomber hatte bei Langstrecken und Nachtflügen wertvolle Erfahrungen sammeln können. Große Flugzeuge konnten Passagiere und Fracht transportieren. Und die Entwicklung ging weiter.
Der große Durchbruch. Ein Veteran beschreibt die Vorbereitungen. Als der Befehl kam, wurden die Flugzeuge mit Bomben bestückt. Waffenmeister sicherten die Geschosse. Und die Jungs in der Luft führten den Auftrag zu Ende. Die letzte deutsche Offensive begann am 21. März 1918. Fliegerstaffeln unterstützten die Bodentruppen. Die feindlichen Linien wurden mehrfach durchbrochen. Erneut marschierte die kaiserliche Armee auf Paris zu. Wie die Schlachten am Boden nahmen auch die Luftkämpfe an Intensität zu. Die Deutschen setzten ihre Gotha-Bomber ein, um Schlüsselpositionen und Materiallager anzugreifen. Den Sieg zum Greifen nahe ging den Deutschen das Kerosin aus. Im Juni wurden Flugzeugeinsätze wegen Treibstoffmangels gekürzt. Die Alliierten konnten im Gegensatz zur deutschen Luftwaffe verlorene Flugzeuge und Männer ersetzen. Amerikanische Flieger trafen nun zu Tausenden ein. Im Juli gingen die Alliierten in die Offensive. Die Deutschen waren der feindlichen Übermacht an Männern und Maschinen nicht gewachsen. Im September, während der Kämpfe bei Saint-Mihiel, hatten die Alliierten die Luftherrschaft übernommen. Waren 1914 insgesamt nur 500 Flugzeuge an allen Fronten im Einsatz, so hatte US-General Billy Mitchell nun den Befehl, über 1500 britische, französische und amerikanische Maschinen, die alle über einem kleinen Gebiet an der Westfront eingesetzt wurden. Ein ehemaliger Flieger berichtet: Als wir die Tore öffneten, war alles bereit an jenem Morgen im September 1918. Für die Angriffe im Morgengrauen brachten wir Leuchtgeschosse an den Flügeln an. Jede alliierte Nation hatte Flugzeuge beigesteuert. General Mitchell wollte 1500 Maschinen, tatsächlich wurden es sogar 1581. Die Tiefflieger hatten den Befehl, Bomben auf feindliche Anlagen zu werfen. Die anderen sollten die Deutschen in der Luft attackieren. Das war es. Jeder Pilot erhielt genaue Anweisungen, was er zu tun hatte. Die amerikanischen Flieger, inzwischen fester Bestandteil der alliierten Luftstreitkräfte, hoben ab. Die 609 US-Flugzeuge unterstützten die Bodentruppen, griffen Flugfelder an und zielten auf Überwachungsballons. Der Krieg war langsamer und persönlicher als in späteren Zeiten. Die Gegner konnten einander in die Augen blicken. War ein Flugzeug getroffen, sah der Angreifer mit an, wie der feindliche Flieger zu entkommen suchte. Noch ein Looping und der siegreiche Pilot flog zu seinen Kameraden zurück. Die deutschen Flieger waren zäh. Trotz mangelnder Vorräte und vielen anstrengenden Missionen gaben sie nicht auf. Doch Heldenmut allein reichte nicht aus. Am 11. November 1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende. 9 Millionen Menschen wurden getötet. 15.000 von ihnen waren Flieger. Die Luftfahrt hatte ihre Unschuld verloren. Postflieger. Nach dem Waffenstillstand kämpfte die Flugzeugindustrie ums Überleben, da die Kriegsteilnehmer ihre Luftstreitkräfte reduzierten. Doch trotz Rezession und Weltwirtschaftskrise waren die 20er und 30er Jahre das goldene Zeitalter der Luftfahrt.
Piloten feierte man als Helden und das Publikum war begeistert vom Wettfliegen und den Künsten von Jimmy Doolittle, Wally Post, Amelia Earhart und einem schüchternen ehemaligen Postflieger namens Charles Lindbergh. Nach schwierigen Anfängen markierte die Luftpost den Weg für die zivile Luftfahrt von Küste zu Küste. 1918, noch während des Krieges, bewilligte der Kongress $100.000 für Aufbau und Erprobung einer Luftpostroute. Das Postministerium drängte das Signalkorps der Armee, Flugzeuge und Piloten zu stellen, solange man keine eigenen hatte. Man argumentierte, dass junge Piloten mit der Post an Bord Erfahrungen im Inlandsflug sammeln konnten. Das Kriegsministerium stimmte zu. Am 15. Mai 1918 wurden planmäßige Flüge der Luftpost zwischen New York und Washington aufgenommen. Präsident Wilson und die First Lady adressierten einen Brief an den Postdirektor von New York City. Zuschauer beobachteten, wie der erste Luftpostbrief aufgegeben wurde. Instrumente und Karten zur Navigation gab es nicht. Auf Kurs zu bleiben war schwierig. Zeitgleich starteten zwei Flugzeuge von Washington und von Long Island aus. Beide sollten über Philadelphia fliegen. Auf diese Aufgabe waren die Piloten der Army schlecht vorbereitet. Den Flug von Washington nach New York sollte Lieutenant George Boyle absolvieren. Die Wahl war auf ihn gefallen, da er mit der Tochter eines einflussreichen Mannes verlobt war, den die Post beeindrucken wollte. Präsident Woodrow Wilson schüttelte Boyles Hand und wünschte dem jungen Mann Glück. Die vier Postsäcke waren im offenen Cockpit verstaut, als der Pilot einstieg und zum ersten offiziellen Flug ansetzte. Boyle sollte den deutlich sichtbaren Eisenbahnschienen folgen, die vom Norden Washingtons nach Philadelphia führten. Aber Boyle flog nach Süden, verflog sich hoffnungslos und stürzte nur etwa 35 Kilometer von Washington entfernt in ein Feld. Boyle durfte noch einmal starten, aber beim zweiten Versuch kam er noch weiter vom Kurs ab und erreichte beinahe den Atlantik im Osten. Doch der zweite Pilot, der in New York startete, hatte Erfolg. Ihm gelang es, den Gleisen zu folgen und die erste Luftpost zuzustellen. Boyle wurde unehrenhaft entlassen. Nach diesem wenig verheißungsvollen Anfang beförderte die Army die Luftpost zwischen New York und Washington erstaunlich zuverlässig. Am 12. August 1918 endete die Zusammenarbeit mit dem Militär. Zivile Piloten und Mechaniker sowie sechs von der Standard Aircraft Corporation gebaute Postflugzeuge übernahmen den Luftpostservice. Die amerikanischen Luftpostpiloten mussten äußerst widerstandsfähig sein. Um die Post zu schützen, waren sie bewaffnet. Ihr Flug in schlecht ausgestatteten Maschinen führte sie über Berge und Wüsten. Sie flogen nach eigenen Berechnungen und hatten nur primitive Instrumente zur Hand. Häufig mussten sie wegen schlechten Wetters notlanden. Todesopfer gab es in den ersten Monaten kaum, da sich die kleinen Maschinen gut lenken und bei niedriger Geschwindigkeit landen ließen. Mit 24 Cent war die Luftpost teuer und wurde daher anfangs recht wenig genutzt. Im ersten Jahr beförderten die Flugzeuge genauso viel Normalpost wie Luftpostbriefe. Langfristig zielten die Bestrebungen auf eine transkontinentale Route von New York nach San Francisco ab. Damit sollte die Beförderungszeit herabgesetzt und die Bevölkerung von den Vorzügen der Luftpost überzeugt werden. Die ersten Teilstrecken dieser Route von New York nach Cleveland über Bellefonte, Pennsylvania und von Cleveland nach Chicago über Bryan, Ohio wurden ab 1919 geflogen. Im Jahr darauf wurde die Route um die Teilstrecke Chicago-Omaha über Iowa City ergänzt. Anschlusslinien nach Chicago verliefen über St. Louis und Minneapolis.
Am 8. September 1920 wurde das letzte transkontinentale Segment abgedeckt. Von Omaha nach San Francisco über North Platte, Cheyenne, Rawlins, Rock Springs, Salt Lake City, Elko und Reno. Nachts wurde die Post noch immer mit Zügen und nur bei Tag mit Flugzeugen transportiert. Dies brachte bereits 22 Stunden Zeitersparnis bei der Beförderung. Da die Piloten für die Strecke New York-San Francisco auf aktuelle Informationen zur Wetterlage angewiesen waren, wurden im August 1920 an jedem Flugfeld Funkstationen eingerichtet. Im November waren 10 Stationen in Betrieb, darunter 2 für die Marine. Wenn es der Flugverkehr erlaubte, nutzten manche Regierungsabteilungen Funk anstelle des Telegrafen. Und das Landwirtschaftsministerium sendete die Wettervorhersage und den Börsenbericht über diese Anlagen. Am 22. Februar 1921 wurde die Strecke von San Francisco nach New York zum ersten Mal durchgängig an einem Stück geflogen. Wie ehrgeizig diese Flugpioniere waren, wird an Jack Knights Luftpost-Odyssee deutlich. Knight sollte eigentlich nur die erste Teilstrecke des ersten transkontinentalen Tag- und Nachtflugs übernehmen. Er startete seinen Flug Richtung Omaha nach Einbruch der Dunkelheit. Etwa um Mitternacht begann es über Nebraska zu schneien. Als Knight in Omaha zwischenlandete, war der Pilot, der ihn ablösen sollte, noch nicht da. Inzwischen hatten sich die Schneefälle zu einem Blizzard entwickelt. Nachdem er sein Flugzeug aufgetankt hatte, brach Knight um 2 Uhr nachts quasi ohne Navigationshilfen Richtung Chicago auf. Da wegen der Schneedecke eine Landung in Des Moines nicht möglich war, wich Knight auf einen Notlandeplatz bei Iowa City aus. Der Nachtwächter hatte für ihn Gasfackeln zur Orientierung aufgestellt. Knight tankte auf und hob erneut ab. Um Chicago zu finden, peilte er den Michigansee an, seine Orientierungshilfe. Nachdem es aufgehört hatte zu schneien, behinderte eine Nebeldecke die Sicht. Als es hell wurde und die ersten Sonnenstrahlen den Nebel auflockerten, erkannte Knight, dass er noch auf Kurs war. Der Michigansee glänzte in der Morgensonne. Knight hielt sich südlich, und als er in Chicago landete, wurde er von einer jubelnden Menschenmenge empfangen, die den mutigen jungen Mann bei der Vollendung seiner Mission sehen wollte. Seine Fracht wurde nach Cleveland weitergeleitet und von dort nach New York. Die Post war insgesamt 33 Stunden und 20 Minuten unterwegs. Jack Knight war ein Volksheld. Ohne ihn wäre der erste durchgängige Luftpostflug von Küste zu Küste nicht gelungen. Der Kongress war beeindruckt. $1,250,000 wurden für den Ausbau des Luftpostservices bereitgestellt. Das Geld wurde unter anderem für neue Flughäfen, Tower, Signalstationen, Scheinwerfer und Grenzmarkierungen verwendet. Außerdem wurden die Flugzeuge mit Leuchtinstrumenten, Navigationslichtern und Leuchtfackeln ausgestattet. 1922 und 23 erhielt der Postdienst der USA die Collier Trophy für die großen Fortschritte im Bereich der Luftfahrt. Dazu zählten auch die Sicherheit und die Realisierbarkeit von Nachtflügen. 1926 wurde ein Pilot der Luftpost mit der Harmon Trophy für seine Verdienste im Flugwesen ausgezeichnet. Am 2. Februar 1925 stimmte der Kongress zu, die Luftpostrouten an die zivile Luftfahrt zu übergeben. Der erste kommerzielle Flug der US-Luftpost fand am 15. Februar 1926 statt. Ende 1926 wurden 11 von 12 vertraglich festgelegten Routen geflogen. Am 13. April 26 stellte ein Privatunternehmen einen früheren Militärpiloten und Kunstflieger für die Strecke zwischen Chicago und St. Louis ein. Sein Name war Charles Lindbergh. Im September 1926 konnte Lindbergh wegen dichten Nebels nicht in Chicago landen. Da seine Treibstoffvorräte zu Ende gingen, musste er abspringen. Nur 6 Wochen später bemühte er erneut seinen Fallschirm, dieses Mal wegen Schnee und niedriger Wolken. Von seinen Kollegen erhielt er den Spitznamen Lucky Lindy.
Lindbergs wiederholte Bruchlandungen entgingen auch William McCracken von der Verwaltung nicht. Er war alles andere als begeistert, dass Lindberg die teuren Flugzeuge übers Land verstreute. Bald darauf quittierte Lindberg seinen Dienst, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Als die Luftpostrouten von zivilen Fluggesellschaften übernommen wurden, unterstellte man Anlagen wie Landebahnen und Funkstationen dem Finanzministerium. Manche Flugzeuge wurden an zivile Vertragspartner verkauft, andere an interessierte Regierungsabteilungen übergeben. Am 1. September 1927 hatte das Postministerium nichts mehr mit der Luftfahrt zu tun. Die Luftpost wurde ausschließlich von kommerziellen Anbietern befördert. Kunstflieger. Die Piloten der Luftpost waren die Volkshelden der 20er Jahre. Doch das Publikum zog eine andere Gruppe in ihren Bann und wirkte äußerst werbewirksam für die Luftfahrt. Die Kunstflieger. Sie traten bei Flugschauen und Volksfesten auf. Manchmal landeten auch tingelnde Gruppen auf freiem Feld, um gegen ein Trinkgeld und eine warme Mahlzeit ihre Kunststücke zu zeigen. Mit alten Schulflugzeugen und ohne Respekt vor der Schwerkraft zogen die Kunstflieger durchs Land. Die Menschen waren fasziniert von der scheinbar unmöglichen Luftakrobatik. Sicherheitsbestimmungen gab es keine. Die Kunstflieger testeten die Grenzen ihres Flugzeuges und der Schwerkraft aus. Um dem Spektakel noch einen weiteren Kick zu verleihen, wurden Flugzeugabstürze als Teil der Show vorgeführt. Piloten wie Howard Hawks, Roscoe Turner und Edward Stinson haben das Fliegen auf diese Weise in Amerika populär gemacht. Die Zuschauer waren begeistert, wenn ein waghalsiger Stunt den nächsten jagte. Die Kunstflieger setzten auf das leicht und ruhig zu fliegende Schulflugzeug der Armee, die Jenny Standard. Roscoe Turner, der einen Löwen und ein Flugzeug namens Gilmore hatte, war wohl der berühmteste. In seiner taubenblauen Uniformjacke, dem polierten rot-goldenen Helm und glänzenden Stiefeln ging er auf Tournee, unterhielt die Menschen und stellte Rekorde auf. Und das Luftrennen um die Thomson Trophy gewann er gleich dreimal, was außer ihm sonst niemand schaffte. Bessie Coleman wuchs in Texas auf, zog dann nach Chicago und begann eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Als sie das Fliegen erlernen wollte, wurde sie in Amerika aufgrund ihrer Hautfarbe abgelehnt. Daher ging sie 1920 nach Frankreich. Ein Jahr später kehrte sie mit dem internationalen Pilotenschein in die USA zurück. Queen Bess wurde eine berühmte Kunstfliegerin. Begabt und wagemutig zog sie das Publikum in ihren Bann. Ihr Ziel war es, eine Flugschule für Afroamerikaner zu eröffnen. Doch diesen Traum konnte sie nicht verwirklichen. 1926 starb sie während einer Übung nach dem Sturzflug ihrer Maschine in Jacksonville, Florida. Die Kunstflieger der zivilen Luftfahrt trugen entscheidend dazu bei, Amerika ins Zeitalter des Flugzeugs zu führen. Wenn die Geschäfte gut gingen, kauften sich die umherziehenden Piloten größere Flugzeuge, mieteten eine größere Kuhweide an und luden auch mal zu Freiflügen ein. Flügen mit modernstem Komfort. Schließlich boten Privatunternehmen Flugverbindungen zwischen den Städten an. Aus diesen entwickelten sich die großen kommerziellen Fluglinien der heutigen Zeit. Rekordleistungen. Trotz schmalerer Budgets machte der US-Luftverkehrsdienst weiterhin Schlagzeilen. Im Mai 1919 starteten drei Curtiss-Flugboote, um den Atlantik zu überqueren. Eines davon schaffte es und landete 19 Tage später in Portugal. Im Juni 1919 gelang zwei britischen Piloten die Atlantiküberquerung nonstop in 16 Stunden. Die Ära der Luftfahrtrekorde hatte begonnen.
Für den ersten Non-Stop-Flug von Küste zu Küste rüstete der US Air Service im Mai 1923 ein ziviles Transportflugzeug mit Spezialtanks aus. Das war der dritte gemeinsame Versuch der Lieutenants John MacReady und Oakley Kelly. Der kritischste Moment war der Start, da die zwei knapp 3000 Liter Treibstoff an Bord hatten und der vollbeladene Eindecker 4,5 Tonnen schwer war. Der Motor hatte mit jeder Umdrehung zu kämpfen, doch schließlich hob die Fokker T2 ab. Während des 3460 Kilometer weiten Fluges wechselten sich die Piloten am Steuer ab. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern erreichten MacReady und Kelly ihr Ziel, San Diego, in weniger als 27 Stunden. Als das riesige Flugzeug am anderen Ende des Kontinents landete, brach frenetischer Jubel los. Ein Journalist beschrieb das Ereignis mit den Worten: Wir haben gesehen, wie eine neue Seite der Geschichte aufgeschlagen wurde. Der transkontinentale Luftverkehr war Wirklichkeit geworden. Was die Öffentlichkeit in den 20er und 30er Jahren beim Fliegen am meisten faszinierte, war die Geschwindigkeit. Im Jahr 1909 lag die Höchstgeschwindigkeit von Flugzeugen bei 77 Stundenkilometern. Einer der größten Rekordhalter seiner Zeit war Jimmy Doolittle. Während man seinen Namen heute mit den Luftangriffen auf Japan während des Pazifikkriegs in Verbindung bringt, galt er in den 20er und 30er Jahren als König der Geschwindigkeit. Bei der Armee, der er sich 1917 verpflichtete, erwies er sich als so fähig, dass er während des Ersten Weltkrieges nicht als Kampfflieger eingesetzt wurde, sondern in den USA andere Piloten ausbildete. Nach dem Krieg wurde er Testpilot und war 1922 der Erste, der die USA in weniger als 24 Stunden überflog. Auch was die Aneignung technischen Fachwissens betraf, war er sehr ehrgeizig. 1929 war er einer der Ersten, die einen Doktortitel in Aeronautik an der Technischen Hochschule von Massachusetts erwarb. Dieses Wissen nutzte er, als er als Erster überhaupt einen Flug ausschließlich unter Zuhilfenahme technischer Instrumente absolvierte. Der Wettkampf um die Schneider Trophy war das jährliche Highlight der internationalen Luftfahrt. Wasserflugzeuge waren damals die schnellsten Maschinen, da sie den Vorteil quasi endloser Start- und Landebahnen hatten. 1925 gewann Lieutenant Jimmy Doolittle in einer Curtiss R3C die Schneider Trophy und stellte einen Geschwindigkeitsrekord von 373 Stundenkilometern auf. Auch im Wettkampf um die Bendix Trophy 1931 und die Thompson Trophy 1932 brach Doolittle die bestehenden Rekorde. Alle Augen sind auf einen Mann gerichtet. Jimmy Doolittle. 1932 gewann Doolittle die Thompson Trophy in einer der merkwürdigsten Maschinen aller Zeiten, der GB. Dieses Flugzeug bestand eigentlich nur aus einem Motor mit Flügeln dran. Die GB war nicht sicher, aber sie war schnell. Im Modell R1 erreichte Doolittle eine Geschwindigkeit von 406 Stundenkilometern. Auf gerader Strecke waren sogar 480 möglich. Diese Luftrennen waren mehr als reine Massenunterhaltung. Die leichten, stromlinienförmigen Eindecker ebneten den Weg für die Kampfjäger des Zweiten Weltkriegs. Howard Hughes ging an die Luftfahrt heran wie an alles in seinem Leben, mit einer Mischung aus Ernst, Wissenschaftlichkeit und Perfektion. Hughes war das einzige Kind eines texanischen Multimillionärs. Im Alter von 18 Jahren erbte er ein Vermögen von 17 Millionen Dollar. Hughes zog nach Los Angeles, wo er seinen Interessen Filme machen, Golf und Fliegen nachging.
Hughes hatte den Wunsch, das schnellste Flugzeug der Welt zu besitzen. Ein Team aus erfahrenen Konstrukteuren und $120.000 erfüllten ihm diesen Traum mit der Silver Bullet. Dieses Flugzeug setzte neue Maßstäbe. Es konnte die USA in nur 7 Stunden und 30 Minuten überqueren. Aber nach nur 40 Flugstunden stellte Hughes die H-1 außer Dienst. Danach umrundete er in einer Lockheed Lodestar die Erde und legte in 19 Stunden und 17 Minuten dabei 24.000 Kilometer zurück und zeigte, wie wichtig Planung und Organisation bei Langstreckenflügen sind. Hughes bereitete den transkontinentalen Flugverkehr vor. Amelia Earhart war vielleicht nicht die beste Fliegerin ihrer Zeit, doch sicherlich die berühmteste. Im Mai 1932 war sie die erste Frau, die den Atlantik im Alleinflug überquerte. Im Januar 1935 flog sie als erster Mensch überhaupt von Hawaii nach Kalifornien. Drei Monate später stellte sie für die Strecke Burbank, Kalifornien, nach Mexico City einen Geschwindigkeitsrekord auf. Doch ein Rekord schien noch auf sie zu warten. Zwar hatte bereits Wiley Post die Erde im Alleinflug umrundet, doch die Erdumrundung am Äquator hatte noch niemand geschafft. Earhart gestand einem Vertrauten, dass sie glaube, das Potenzial für einen weiteren guten Trip zu haben. Die Gefahr, die in einem so weiten Weg über Wasser lag, hatte andere abgeschreckt. Doch ihre Lockheed Electra war gut ausgerüstet und Fred Noonan, der Chefnavigator von Pan Am, würde sie begleiten. Earhart nahm ihre Vorbildfunktion ernst. Sie hatte einen Lehrauftrag an der Purdue University in Indiana und versuchte, Frauen zur Verwirklichung ihrer Träume zu ermutigen. Am 2. Juli 1937 wollten Earhart und Noonan die letzte Teilstrecke der Erdumrundung zurücklegen. Von Neuguinea aus sollte es zur kleinen Howland-Insel im Pazifik gehen. Zur vorgesehenen Ankunftszeit sendete Earhart mehrere Funksprüche. Sie konnten die Insel nicht finden. Danach brach der Kontakt ab. Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion durchkämmte die US-Marine das Gebiet 16 Tage lang ohne Erfolg. Von Amelia Earhart und ihrer Lockheed Electra fehlt bis heute jede Spur. Als man sie vor dem Flug auf die Gefahr angesprochen hatte, antwortete sie: "Wenn ich gehen muss, dann in meinem Flugzeug, und zwar schnell." Der Wunsch wurde ihr erfüllt. Er war 25 und hatte ein Kindergesicht. Als die großen Flieger um neue Rekorde wetteiferten, kannte ihn niemand. Und doch sollte Charles Lindbergh der Erste werden, der den Atlantik allein und nonstop überquerte. 1927 war Lindbergh nicht der Einzige, der das versuchte. Viele der ganz großen Piloten hatten das Gleiche vor, mit mehrmotorigen Maschinen von führenden Herstellern. Als Lindbergh in New York mit einem einmotorigen Flugzeug der kleinen Ryan Company auftauchte, wurde er in den Zeitungen als fliegender Narr bezeichnet. Zu dem Zeitpunkt waren bereits 4 Piloten umgekommen, 3 wurden verletzt und 2 weitere galten als vermisst. Lindberghs Plan war simpel. Um das Gewicht zu reduzieren, verzichtete er auf Funkgerät, Sextant, Beleuchtung, Kraftstoffanzeige und Fallschirm. Und außer 5 Broten und 2 Flaschen Wasser hatte er keinen Proviant an Bord. Die Spirit of St. Louis hob an einem regnerischen Frühlingsmorgen in New York ab. Die Maschine war so voll mit Treibstoff, dass sie beinahe die Telefonmasten am Ende der Rollbahn mitgenommen hätte. Die meisten, die den Start beobachtet hatten, hielten den jungen Mann für verloren. Als er die Küste Neufundlands überflog, war er bereits 11 Stunden in der Luft und kämpfte mit der Müdigkeit. Der bevorstehende 15-Stunden-Flug über den Ozean würde ihn an seine Grenzen bringen. Am Morgen des 21. Mai hatte Lindbergh bereits Halluzinationen und sah Land, wo keines war.
Doch der Anblick eines Fischerbootes und die zerklüftete Küstenlinie sagten ihm, dass er es geschafft hatte. Die letzten 1000 Kilometer waren Routine. Als der einsame amerikanische Adler bei Paris landete, wurde er von zehntausenden Franzosen begeistert empfangen. Der jugendlich wirkende Pilot war nun der berühmteste Mann der Welt. Straßen am Himmel. Die einen suchten am Himmel das Abenteuer, die anderen das große Geld. Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg begannen sich Fluggesellschaften zu etablieren, die Passagiere in umgebauten Bombern transportierten. In den USA war der Transport von Luftpost wegen der staatlichen Subventionen profitabler als die Beförderung von Menschen. Ein Sitzplatz für eine durchschnittlich schwere Person musste $450 kosten, wenn es sich für die Airline lohnen sollte. Die ersten Passagiere mussten sich sogar damit einverstanden erklären, ihren Platz gegebenenfalls für einen Postsack zu räumen. Doch die Menschen wollten fliegen. Weder Kosten noch Lärm noch unsichere Flugzeuge hielten sie davon ab. 1931 stürzte eine dreimotorige Fokker in Kansas ab, wobei 7 Menschen getötet wurden, darunter der Football-Coach Newt Rockne. Der Absturz war wohl auf Fäulnis innerhalb des großen hölzernen Flügels zurückzuführen. Das Flugzeug, in dem Rockne ums Leben kam, gehörte der Transcontinental and World Air, TWA. Daraufhin wechselte das Unternehmen zur Ford Tree Motor, die sicherer und ganz aus Metall war, doch auch langsamer und weniger windig. 1932 wandte sich TWA an die Hersteller mit der Bitte, ein modernes Passagierflugzeug zu entwickeln, das schnell und komfortabel war. In Kalifornien fertigten die Ingenieure von Donald Douglas innerhalb von 10 Tagen Entwürfe von Flugzeugen an, die die Vorstellungen von TWA sogar noch übertrafen. Die DC-1 war ein 12-Sitzer, der über Neuerungen wie Heizung, Schallschutz und Steuerelemente für Pilot und Copilot verfügte. Die Flügel waren so stabil, dass sie sogar dem Druck einer Dampfwalze hätten standhalten können. Als Douglas die DC-3 für 21 Personen fertigstellte, lohnte sich der Transport von Passagieren endlich. Um dem Fliegen ein besseres Image zu verleihen, wurde der Komfort für die Passagiere erhöht. Eine wichtige Neuerung gab es 1930 durch eine junge Krankenschwester aus Iowa, Ellen Church. Sie überzeugte Boeing Air Transport, sie und 7 andere Krankenschwestern als Stewardessen einzustellen. Bis dahin waren die Crew und die meisten der Passagiere männlich. Church vertrat die Ansicht, dass die Anwesenheit von Frauen im Flugzeug das Fliegen sicherer erscheinen ließ. Außerdem war eine ausgebildete Krankenschwester genau das, was ein Mann auf einem längeren Flug brauchte. Die Stewardess servierte Kaffee und Geflügelsalat auf feinem Porzellan. Die Passagiere erhielten Informationen zu Höhe und Geschwindigkeit über eigens installierte Geräte. Und die Stewardess wies auf Sehenswertes entlang der Route hin. Da die Maschinen noch nicht über das Wetter hinwegfliegen konnten, war der Flug bisweilen holprig. Daher musste sich die Stewardess auch um Passagiere kümmern, die von den Spuckbeuteln Gebrauch machten. Damals konnte es vorkommen, dass ein Pilot die Maschine vor dem Start für mit zu viel Fracht beladen hielt. Dann wurde die Stewardess gebeten, das Flugzeug zu verlassen. Und die Passagiere mussten sich mit Selbstbedienung an Bord begnügen.
Pan American Airways nannte ihre Flugzeuge Clipper, nach den schnellen Segelbooten, die die Handelsbeziehungen nach China aufgebaut hatten. Die Clipper waren Flugboote, die auf Wasser landen konnten. Etwas Vergleichbares hatte es vorher nie gegeben. Pan Am begann 1927 als kleine Fluglinie, die die Post über 140 Kilometer von Key West nach Havanna beförderte. Pan Am gab als erste Fluglinie ein großes, luxuriös ausgestattetes Flugboot in Auftrag, das 50 Passagiere transportieren konnte. Als Pan Am Flüge in den Orient anbieten wollte, wurde eine noch größere Maschine bestellt, die eine Pazifiküberquerung ermöglichte. 1936 wurde der Passagierflugverkehr zwischen San Francisco und Manila aufgenommen. Während der fünftägigen und 13.000 Kilometer weiten Reise wurden die Clipper auf dem Midway-Atoll, Guam und der Wake-Insel betankt und neu beladen. Bequeme Sitzplätze und gute Verpflegung machten kommerzielle Flüge endlich zu einem angenehmen Erlebnis. Die ersten Passagierflüge über den Atlantik wurden per Zeppelin zurückgelegt. Die Graf Zeppelin flog ab 1931 zwischen Deutschland und Brasilien. Sie galt als sicher und bequem, machte 590 Flüge und beförderte 13.000 Passagiere. Dieses Luftschiff war so erfolgreich, dass man 1936 eine noch ehrgeizigere Version vorstellte, die Hindenburg. Die Hindenburg setzte neue Standards und stand in direkter Konkurrenz zu den Luxuslinern der damaligen Zeit. Sie konnte mit 25 Doppelbettkabinen und einem 24 Meter langen Speisesaal sowie einer Lounge mit Klavier und Bar aufwarten. Nur das Helium, das die Traggaszellen füllen sollte, ließ sich wegen eines Exportverbots nicht organisieren. Da die USA damals der einzige Lieferant des Gases waren, musste man auf den leicht entflammbaren Wasserstoff umsteigen. Am 6. Mai 1937 befand sich die Hindenburg nach einer Routinefahrt im Landeanflug auf Lakehurst, New Jersey. In etwa 20 Metern Höhe entzündete sich der Wasserstoff im hinteren Teil des Luftschiffs. Ausgelöst wurde das Feuer durch Funkenschlag aufgrund statischer oder natürlicher Entladung. Die Flammen vernichteten die Hindenburg in nur 32 Sekunden. Wie durch ein Wunder überlebten 61 der 97 Passagiere an Bord. Doch das Prinzip leichter als Luft hatte erneut zum Desaster geführt. Mit dem Absturz der Hindenburg war das Zeitalter des Luftschiffs ein für allemal vorüber. We'll be right back.